Kurz vor Schichtwechsel erwartet die Beamtinnen auf der Wache noch eine überraschende und zugleich erlösende Nachricht. Sie lebt! Hallo? Sie lebt. Wer lebt? Kathi! Okay. Dieses Mädchen. Ganz ich habe sie gesehen. Okay. Beruhigen Sie sich erstmal. Ja, ich bin mir ganz, ganz sicher. Ich habe sie gesehen. Ich okay, bin... erzählen Sie mir das bitte in Ruhe. Gehen Sie einmal kurz in das Büro da rein. Ja, danke. Die 17-jährige Schülerin wurde von ihrer Mutter vor 4 Tagen als vermisst gemeldet. Die polizeilichen Ermittlungen laufen seitdem auf Hochtouren. Ich bin von der Arbeit gekommen eben. Und das war eben da vorne an der Kreuzung. Ich habe dieses Mädchen gesehen. Okay. Sie ist in ein Auto eingestiegen. Ein silberfarbenes. Haben Sie ein Kennzeichen gesehen? Ja. Ich habe es mir aufgeschrieben. Okay, perfekt. Bevor Mara Karkic ihre Kollegin bittet, alle weiteren Schritte in die Wege zu leiten, hakt sie bei der Zeugin sicherheitshalber noch einmal nach. Das Mädchen ist in das Fahrzeug eingestiegen, ist es richtig? Ja, in dem Moment, als sie eingestiegen ist, da hat sie sich kurz in meine Richtung gedreht. Und okay. ich hab das Bild und ich habe die Lokalzeitung gelesen. Ich bin mir hundertprozentig sicher, in dem Moment, als sie sich umgedreht hat, es war ganz genau wie auf dem Bild, es war ihr Gesicht. Okay, gut. Dass du mal schaust, wem das Fahrzeug gehört, eventuell eine Streife dorthin schickst. Mach ich sofort. Und vielleicht kannst du auch die Mama gleich alarmieren, weil die hat nämlich seit 4 Tagen nichts von ihrer Tochter gehört. Ja, einfach, dass es einen neuen Hinweis gibt. Mach ich direkt, danke dir. Kurz darauf ist der Halter des Fahrzeugs ermittelt. Stefan Sindera und Jonas Schmidt, die gerade im Streifedienst sind, statten dem Verdächtigen einen Besuch ab. Hallo. Abend. Ja, schönen guten Abend. Polizei, wie Sie sehen. Ja. Wir vermissen eine junge Dame und ich wollte fragen, ob Sie die schon mal gesehen haben. Nee, die habe ich noch nie gesehen. Okay. Ist ein bisschen kalt hier. Ja, ist ein bisschen kalt hier. Dürfen wir vielleicht reinkommen? Kommen Sie rein, gerne. Auch wegen den Nachbarn, ne? Vielleicht ist Ihnen das auch ein bisschen angenehmer, wenn wir einfach reinkommen. Wir sind mal so frei, ne? Und gehen mal vor. Ja, ich folge. Schauen Sie, wundere ich auch. Ich habe die noch nie gesehen. Die haben Sie noch nie gesehen? Nee. Die heißt Katharina Grünberg. Der Name sagt mir überhaupt nichts. Sagt Ihnen gar nichts, okay. Es geht halt darum, dass eine Dame bei uns auf der Wache war. Das Mädel wird seit 4 Tagen vermisst. Und die Dame will gesehen haben, wie dieses Mädchen, Katharina Grünberg, heute bei Ihnen in den Pkw gestiegen ist. Kann nicht sein. Also der Wagen steht den ganzen Tag. Ich war heute nicht einmal vor der Tür. Das ist doch das Fahrzeug hier vorne, oder? Das ist mein Fahrzeug, ja. Aber weißt du, was die Dame gesehen hat? Vielleicht nur mal falsch gemerkt oder was, aber... Wie gesagt, da steht den ganzen Tag, ich bin den ganzen Tag zu Hause. Also Sie sind sich keiner Schuld bewusst? Nee, überhaupt nicht. Sie waren ja vorhin schon mal so kooperativ und haben uns reingelassen. Hätten Sie denn was dagegen, wenn wir uns mal umschauen? Sie können sich überall umsehen, wo Sie möchten. Ja. Kein Thema, ich kann Ihnen die Räume zeigen, wenn Sie möchten. Ja, das ist... Gibt es noch ein Stockwerk nach oben oder geht es nur nach unten? Nee, wir sind nach unten. Ja, dann ist das doch... Ich meine, das ist perfekt, wenn Sie so kooperieren, das ist für uns immer gut. Sind Sie, wie gesagt, ich habe hier nichts zu verbergen. Ja, würden Sie mal vorgehen, ich weiß nicht, wo es hergeht. Ja, kommen Sie mal mit. Ja. Also Sie sind definitiv alleine hier, ja? Ich bin alleine. Okay, das ist jetzt eine Tür, da geht's auch rein, oder? Da geht's rein. Das ist ein Kellerraum? Das ist ein Kellerraum. Okay, so. Okay, oh. Sie sind wirklich alleine hier, oder? Ich bin alleine, wie gesagt. Schlafen Sie hier, oder was? Nein, meine Schwester war ein paar Tage zu Besuch, die hat hier geschlafen. Aha. Die ist aber jetzt für ein Semester, ist die ins Ausland. Okay. Hast du wohl liegen gelassen. Sie sind echt ein echt cooler Bruder, wenn Ihre Schwester hier schlafen muss. Jo. Muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Weil, also wenn ich Besuch habe, meine Schwester komme ich besuchen, dann quartiere ich die nicht unten in so einer Kellergruft ein. Ne? Also Respekt. Nein, ich habe mir das angeboten. Das war jetzt auch, weil oben mein Schlafzimmer, wie gesagt, da liege ich. Wäre blöd, wenn ich da mit meiner Schwester liege. Ein riesen Wohnzimmer und eine riesen Couch. Ja. Ja, die wollte unbedingt hier runter, warum auch immer, keine Ahnung. Also sie hat das dann freiwillig gemacht? Vielleicht will sie auch da ein bisschen ihre Privatsphäre noch haben. Die hat es ganz freiwillig gemacht, natürlich. Okay. Ja, gut. Ich meine, Sie können uns das jetzt so sagen. Das ist für uns halt nur relativ ungewöhnlich, ne? Können Sie mir auch glauben. Ja. Die Haargummis, die da liegen und auch die Klamotten, sind dann dementsprechend auch von Ihrer Schwester? Das von meiner Schwester, natürlich. Das heißt, wir kommen nochmal wieder, oder was? Ja, die ist immer so schusselig, die lässt halt alles liegen. Irgendwann kommt sie halt wieder abholen und ich fahre die rüber. Wie gesagt, die ist jetzt erstmal im Semester im Ausland. Mhm. Ne? Aber rum muss ich ein bisschen aufräumen. Ich habe auch nicht gesehen, dass die alles liegen gelassen hat. Ich dachte, die hat alles eingepackt. Okay, na, ich möchte nicht. Adel vom 1535. Auf der Wache Köln-Mülheim trifft gerade die Mutter der seit 4 Tagen vermissten Schülerin ein. Mara Katic klärt die besorgte Verkäuferin über den aktuellen Stand der Ermittlungen auf.
Also Frau Grünberg, es war eben eine Dame hier, die felsenfest davon überzeugt ist, dass sie ihre Tochter gesehen hat. Sie lebt, ja. Sie ist sich ganz sicher, dass es ihre Tochter war. Die ist in ein Fahrzeug gestiegen und sie war Gott sei Dank so clever, dass sie sich das Kennzeichen notiert hat. Und wir haben schon eine Streife dorthin geschickt und die überprüfen jetzt den Fahrzeughalter. Und dann hoffen wir, dass wir weiterkommen. Aber wie gesagt, das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr hilfreicher Hinweis für uns und vor allem ja auch für Sie. Sie haben jetzt seit 4 Tagen nichts von Ihrer Tochter gehört. Ja, es war eigentlich alles meine Schuld. Nach der Trennung von meinem Mann sind wir halt aus dem Haus ausgezogen. Für Kathi war das auch nicht einfach, weil wir sind in einer kleinen Wohnung eingezogen, ne? Musste die Schule wechseln, hat kaum Freunde gehabt und als Alleinerziehende musste ich auch wieder mehr arbeiten gehen. Ne? Da war sie halt viel auf sich gestellt und dann weiß ich auch nicht, was sie so den ganzen Tag gemacht hat. Ihre Kollegen haben den Rechner überprüft und hatte sie mit so einem Ben gechattet, aber den kenne ich überhaupt nicht. Ne? Deswegen war ich auch so verzweifelt, ob irgendwas passiert ist. Aber was sagen denn die Kollegen? Kommt Kathi dann jetzt gleich hier hin? Wie gesagt, die Kollegen sind ja zu der Anschrift gefahren von dem Fahrzeughalter, von dem Kennzeichen, was uns gegeben wurde von der Zeugin. Und dann schauen wir weiter. Aber tun Sie mir einen Gefallen und geben Sie sich keine Schuld, weil, wie gesagt, Sie sind alleinerziehend. Und selbst wenn Sie rund um die Uhr für Ihre Tochter da sein könnten, was man von niemandem verlangen kann, Ihre Tochter ist ja jetzt auch keine 3 mehr, kann es immer passieren, dass man mal an die falschen Leute gerät oder sonst was. Aber davon gehen wir jetzt erstmal nicht aus. Jetzt schauen wir mal, was die Kollegen rausfinden können und hoffen das Beste. Im Haus des verdächtigen Hartz-IV-Empfängers konnten die Beamten das Mädchen nicht finden und wollen einen Blick in den PKW des 37-Jährigen werfen. Ich bin mal so frei, ja? Ich öffne mal den Kofferraum. Ja, geh jetzt oder soll ich Ihnen helfen? Nee, deswegen frage ich ja, ich bin mal so frei. Und im Kofferraum sind meistens so Dinge. Oh, gut. Was denn? Hier scheint nichts drin zu sein. Endlich eine Jacke, ist die Ihnen? Welche? Die Jacke, die da liegt, ist die Ihnen? Meine Schwester ist so ein Schussel. Ist auch der Schwester, oder was? Die lässt überall die Klamotten liegen. Wie alt ist denn Ihre Schwester, wenn ich fragen darf? Meine Schwester? Ja. 25. Und dann hat man so eine Jacke? Ja. Na gut, das geht natürlich auch, klar, aber die ist relativ klein, oder? Jetzt mal. Ja, ist nicht die größte, okay. Nicht die dickste. Ja. Ne, aber. Aha. Die Jacke, die hat er so gut im Keller gebraucht, als er da geschlafen hat. Ne? Ist ja ziemlich kühl da unten. Ne? Haben Sie hier Decken gegeben? Sie sind sehr großzügig. Decken machen das schon gut. Ja. Arnold von 1535 nochmal. Arnold hört. Ich hatte ja nach dem Kennzeichen oder das Kennzeichen mitgenommen und in Daniel Robins, da waren die Streife jetzt. Ja. Das war soweit alles unauffällig. In dem Auto konnte nur eine Jacke gefunden werden. Okay. Und der Beschreibung der Jacke nach würde das auf Katis Jacke passen. Jacke von Kathi? Wo ist denn Kathi? Hat Kathi gesehen? Das weiß ich leider noch nicht. Auf jeden Fall würde die Jacke, die in dem Auto gefunden wurde, der Jacke von Kathi sehr ähnlich sehen. Oder eventuell die Jacke sein. Okay, dann. Ja, dann stimmt unser Hinweis auf jeden Fall schon. Sobald ich was Neues weiß, komme ich noch mal rein. Ich habe die Jacke jetzt mal abgeglichen und auch der Mutter gezeigt. Sie gibt an, dass es auf jeden Fall die Jacke ist, die ihre Tochter anhatte, als sie vermisst gemeldet wurde. Da steht doch kein Einzelstück drauf. Die Jacke, ja, das ist soweit verstanden. Gibt's die? Pass mal auf. Mir kommt gleich meine tibetanische Sauerampfersuppe wieder da hoch, wenn Sie hier versuchen, uns in einer Tour anzulügen. Ja? Mach ich doch nicht. Angeblich gehört die Jacke unserer vermissten Katharina. Nochmal, da steht kein Einzelstück drauf. Die Jacke gibt's bestimmt zu Hunderten zu kaufen. Ah, für die 1535. Mal gucken, was jetzt noch kommt. Hört. Ich habe jetzt gerade mal noch ein bisschen recherchiert, wenn mir das mit der Jacke so seltsam vorkam. Du hattest ja eben was von der Schwester gesagt. Der Herr Robens hat weder eine Schwester noch einen Bruder. Ja, das ist ja ein Zufall. Also ich glaube, der lügt uns hier ein vor. Okay, gut. Danke für die Information. Herr Robens, das ist jetzt genau der Zeitpunkt, wo wir noch mal reingehen und Ihr Haus auf links drehen und dann unterhalten wir uns noch mal ganz ernsthaft. Die Beamten sind sicher, dass der Mann etwas mit dem Verschwinden der 17-Jährigen zu tun hat. Richtig Bewegung in den Fall kommt dann allerdings auf der Wache. Hier rein jetzt, zack, los jetzt, aber hier. Hier geblieben. Guten Tag. Was ist denn hier los? Ich habe dieses Mädchen im Park aufgegriffen, wie es meinem Sohn Drogen verkaufen wollte. Okay, ich glaube, das Ganze klären wir am besten nicht im Flur. Ich darf Sie einmal bitten, mir zu folgen. Also ein bisschen verrückt. Ich hoffe nicht, dass ich mir irgendwie das einbilde, aber da ist gerade ein Mann gekommen mit einer jungen Dame. Und der Herr hatte erzählt, dass die junge Dame dem Sohn des Mannes Drogen verkaufen wollte im Park. Und zu 99% handelt es sich dabei hier um Kathi.
Um unsere Vermisste. Genau, also ich dachte schon, es wäre besser, wenn du mal mitkommst. Nicht, dass ich mir das jetzt irgendwie eingebildet habe, aber das ist sehr sicher, Kathi. Okay. Ich bin die Mara. Hallo. Magst du mir auch sagen, wie du heißt? Nicht? Okay. Ich sehe, du hast eine Tasche dabei. Darf ich da mal reinschauen? Vielleicht hast du ja einen Ausweis dabei. Dann muss ich halt selber rausfinden, wie du heißt, wenn du es mir nicht sagen magst. Magst du mir die mal auf den Tisch stellen? Dankeschön. Du bist hier bei der Polizei, wir wollen dir nichts Böses, ne? Du darfst ruhig mit uns reden. Sie sind hier aber gut ausgestattet. Können Sie mich mal anschauen, dass ich Ihr Gesicht sehen kann? Sie kommen mir nämlich ganz schön bekannt vor. Ich sehe nämlich seit 4 Tagen, glaube ich, Ihr Foto an unserer Wand. Kann das sein? Ich würde mal kurz jemanden dazu holen, der das eventuell bestätigt. Soll ich holen, oder? Nee, ich mach schon. Dann bleibe ich sicherheitshalber hier. Frau Grünberg, würden Sie einmal kurz zu mir kommen? Also nur ganz kurz, um Sie einmal kurz zu informieren. Vorher ist ein Herr hier auf die Wache gekommen mit einer jungen Dame. Und da ging es wohl um Drogenverkauf an seinen Sohn. Genaueres müsste ich jetzt die Kollegin noch mal fragen. Was hat das mit Kathi zu tun? Das Mädel sieht so ziemlich genau aus wie ihre Tochter. Sie möchte aber nicht mit uns sprechen, eventuell. Das kann doch nicht sein. Ich denke, Sie müssten sie ja sofort erkennen. Bitte schön. Kathi, bist du hier? Hey Schatz, sag mir doch, was ist passiert? Ich will nicht sagen, ich will nicht ins Gefängnis. Kathi, du kommst nicht ins Gefängnis. Du musst der Polizei alles sagen. Wo warst du denn? Was ist passiert? Hat man dir was angetan? Ja. Ich habe den Ben kennengelernt. Der hat gesagt, er ist 18. Aber der war keine 18. Der war 37 und der hieß Daniel. Aber der war total nett. Und ich musste Drogen für den verkaufen. Der hatte... Wir haben was getrunken und der hat intime Fotos von mir und hat gesagt, er schickt die rum und zeigt jedem, wenn ich was sage. Und der hat auch gesagt, er tut dir was, wenn ich wegrenne. Und er hat mich im Keller eingesperrt und ich wollte nicht, dass der dir was tut. Und Schatz, hat er dir irgendwas getan? Geht's dir gut? Ja, der hat mir nichts getan, außer dass er die Fotos von mir hat und dich erpresst hat. Ich wollte das nicht. Als wir die Mama dann dazu gerufen haben, ist Kathi sofort in Tränen ausgebrochen und hat uns ihre Geschichte erzählt, was ihr passiert ist. Sie hatte ja im Internet jemanden kennengelernt, vermeintlich einen 18 Jahre alten Ben, der sich dann leider als 37-Jähriger rausstellte, der es leider nicht so gut mit ihr meinte. Dieser hat sie nämlich 4 Tage lang dazu genötigt, Drogen für ihn zu verkaufen und hat sie zudem noch in seinem Keller eingesperrt. Also alles absolut nicht schön für so ein 17-jähriges Mädchen oder generell für niemanden. Und es ist auf jeden Fall wichtig, dass sie sich da auch psychologische Hilfe sucht, um das Ganze zu verarbeiten und natürlich auch viel mit ihrer Mama drüber spricht. Sie schauen jetzt erstmal, dass es ihrer Tochter bald besser geht. Ich darf auch einfach gehen jetzt. Sie dürfen jetzt erstmal nach Hause gehen. Sie müssen aber für uns erreichbar sein. Wir reden hier natürlich auch nicht von wenig Drogen. Ich möchte das hier auch nicht irgendwie runterspielen. Aber Sie haben das ja nicht gemacht, um sich ein Taschengeld dazu zu verdienen, sondern weil Sie Angst hatten. Und das sind auch alles Sachen, die von einem Richter natürlich irgendwie mit berücksichtigt werden. Nichtsdestotrotz, bitte, wirklich, egal was ist, wenn es um Straftaten geht, kommen Sie immer zur Polizei. Wir sind hier, um Ihnen zu helfen und nicht, um Ihnen zu schaden. Okay? Aber wichtig ist erstmal, dass Sie auf die Beine kommen und dass es Ihnen bald besser geht. Dankeschön. Wir bringen Sie noch zur Tür. Danke. Mara Kartitsch bringt sofort ihre Kollegen vor Ort auf den neuesten Stand. Mit größter Wahrscheinlichkeit hat der 37-Jährige in seinem Haus noch Drogen versteckt. Geh doch bitte mal über die Staatsanwaltschaft. Wir brauchen hier noch, mit Sicherheit finden wir hier noch mehr in der Wohnung. Also bitte mal einen Durchsuchungsbeschluss erwirken und dass das dann umgesetzt werden kann. Habe ich mit, bin ich auch schon dran. Ja, wunderbar. Dann bekommen Sie hoffentlich, wenn Sie in der JVA sitzen, täglich Besuch von Ihrer Schwester, ne? Das würde ich Ihnen wünschen, die es gar nicht gibt, ne? Das heißt auf Deutsch, ich hoffe, Sie bekommen nie Besuch. Lustig sind Sie auch noch. Bitte? Weiß ich nicht, ob das so lustig für Sie ist. Also, raus. Der Mann wird heute noch dem Haftrichter vorgeführt.